Wer das ist euch sicher bekannt? Natürlich. Meinte auch eher Fiona, aber. Ich überlege gerade, ist mir das bekannt, Frossi? Du bist Dorfmalerin. Götter Ich und denke schon. Kulte. Erschwert um drei. Na gut. Fremde Kultur. Ja. Götterkulte. Ja, habe ich jetzt. Sonst wird dir Jalan das jetzt erklären. Keine Ahnung, wer. Das ist so ketzerisch. Eiler von Schattengrund ist das derzeit amtierende Schwert der Schwerter. Sie führt die Rundra-Kirche an und ist ein Leitbild für jeden mutigen Mann, der Waffen führt. Für mich nicht. Ihr seid Ich ja bin aber auch auch eine kein. Frau. Ihr seid ja wohl scheinbar auch kein mutiger Mann. Was auch immer das bedeutet. Ja, aber Eiler von Schattengrund ist doch auch eine Frau. Egal, lassen wir dieses, Jedenfalls, ich habe noch eine dritte, die mir wenig sauer aufgestoßen ist. Ich werde sie erst vorlesen. Die Admiralität des Reiches spricht euch ihren Respekt und Dank aus. Ihr habt mit der Eroberung dieser mächtigen Dämonenarche einen militärisch wichtigen Erfolg errungen. Sie kann uns als Waffe dienen. Erstens, bemüht euch, die Dämonenarche so lange wie möglich in eurer Gewalt und intakt zu haben. Zweitens, erregt keine Aufmerksamkeit. Drittens, stellt sicher, dass die Dämonenarche nie wieder in die Gewalt des Feindes gerät. Wir erwarten periodische Positionsmeldungen und werden, sobald die Gelegenheit, die Gegebenheiten der See zulassen, ein Kriegsschiff und fachkundige Wehrspezialisten als Ersatz entsenden. Rudern von Mendena, Reichsgroßadmiral. Ja, dann legt das dritte Papier auf den Tisch. Ich. Wer von Mendena? Rudern von Mendena. Ich war geneigt, dem Mann sofort eine angemessene Antwort zu erteilen, aber ich dachte mir, es wäre wohl das Beste, wenn ihr erst einen Einblick erhaltet. Faruk unterrichtete mich darüber, dass er in der Lage sei, entsprechende Nachrichten ebenso wieder zurückzusenden. Hatte er schon eine Antwort gesendet? Wie gesagt, ich hielt davon ab, bis ihr informiert wart. Ich denke, das Wichtigste ist es, dem Reichsgroßadmiral zu erklären, dass wir nicht bei der Marine sind und er uns keine Befehle zu erteilen hat. Also ich denke, das Wichtigste ist, dass wir auch unseren Verbündeten, der uns quasi ausgebildet hat, unterrichten, was wir zurzeit haben. Natürlich, ich werde Magister Brindisian fahren lassen oder bitten, einen Bericht zu schreiben. Er wird die Arche vermutlich am besten zusammenfassen können. Ich möchte anmerken, dass ich diese ganzen Personen nicht kenne und da es hier keine wirkliche Hierarchie gibt. Außer, dass ihr offiziell Captain seid. Das würde ich tatsächlich auch gerne mal ansprechen. Du bist als Kapitän nicht sehr durchsetzungsfähig. Du bist zu nett mit den Leuten. Du bist zu weich, sagen wir es so. Was soll ich denn tun? Soll ich sie von Bord werfen, wenn sie nicht spuren? Wirf einen rein und sag den anderen, sie fallen auf. Ich werde garantiert niemanden in der blutigen See von Bord schmeißen. Du sollst ihn ja nicht absaufen lassen. Wie wär's es gibt mit da auspeitschen? Kleine Mittelchen und Tricks. Eine Sache gilt hinter uns zum Vorteil. Diese Arche kann sich auch ohne Crew bewegen. Sie braucht nur einen Kapitän, der sie anweist. Ja, aber wir brauchen die Leute. Beziehungsweise wir brauchen sie nicht unbedingt, aber. Die Frage ist, wissen Sie das? Wenn man ihnen einfach nur droht und sagt, man braucht sie nicht. Nun. Das. Weiß ja nicht. Wir sind an Bord und lebendig und wir können sie hier natürlich nicht im Stich lassen. Ich finde, wir sollten mit ihnen sprechen und diejenigen, die sich unserem Kampf anschließen wollen, können gerne an Bord bleiben. Den Rest sollten wir in Sicherheit absetzen. Wir sollten uns alle in Sicherheit absetzen. Kurze OT-Frage, sind das auch die, die mich letztes Mal versucht haben zu bezwingen sozusagen, oder sind das andere? Das sind andere. Okay. Zusätzlich dazu haben wir noch ein gewisses Maß an Gefangenen, inklusive dem, blick mich mal kurz um, freilaufenden Magier, von dem ich gerade nicht weiß, wo er ist. Magister Jasper. Hier. Lass mich euch kurz berichten, dir kurz berichten, was ich in den letzten Stunden auf dem im Steuerdeck zugetragen hat. Ich wollte ursprünglich gehen Nordwesten den Strudel nutzen, um ihn zwischen uns und die Plagenbringer zu bringen. Sie wird wohl kommandiert von. Wie war sein Name, Ragnar? Ali. Darion Palian. Ja. Ein
Nun, ich weiß nicht. Er war wohl Admiral der Alanfanischen Flotte, aber ist nun übergelaufen zur Fürstin der Tiefen. Ja, ihr sagtet, er untersteht Xeran, richtig. Ihr wart etwas verwirrt, als ihr das vortrugt auf dem Oberdeck, aber ich denke, das meintet ihr. Nein, Darion Paligan untersteht meines Wissens nach niemandem. Und ich kann mir schlecht vorstellen, dass Xeran jemandem die Kontrolle über eine Dämonenleiche gibt, ohne zu versuchen, seinen. Diese Dämonenarche wurde Darion Paligan höchst selbst von Borbarat übergeben. Da habe ich noch eine andere Frage. Dieser Lanfaner, der dabei ist, glaubt ihr, er hat uns vielleicht verraten? Welcher Lanfaner? Und an wen? Dieser Ugdan. Ugdan. Dann hat gestern nur geholfen. Warum sollte er uns verraten haben? Ich kenne ihn nicht und ich finde ihn nicht besonders... Wie sagt man bei euch, nett? Hat er euch angemacht? Er hat eine schwarze Frau. Nein, eher das Gegenteil. Ich denke, einer von uns wird früher oder später. Nun, nein, aber ich meine, vertraut ihr ihm oder nicht? Denn Anfana sind ein, sagen wir, naja, egal was ich davon halte, das tut mir nicht so sagen. Er hat auf unserem Schiff, der Okuri, gedient als, ja, haben wir ihn erhoben in den Rang des Mannschaftsvorsprechers. Und das hat er selbst getan, aber... Das war eigentlich meine Frage. Vertraut ihr ihm? Gibt es einen Grund? Ich vertraue ihm genug, dass er nicht hier ist. Dass er nicht hier ist? Und er ist nicht hier. Entsprechend vertraue ich ihm nicht genug, um ihn in solche Dinge einzuweihen. Was das Vertrauen angeht, Fräulein Svanjotir, ich schätze, ihr wisst nicht, um was für ein Schwert es sich dort handelt. Ich meine die schwarze Klinge mit dem Krakenknauf. Nein, ich weiß nur, dass ich einen Kraken abgeschlachtet habe. Vor wenigen Stunden. Okay, ja, habe ich. Jedenfalls, war das falsch? Selbst wenn wir ihm nicht trauen könnten, denke ich nicht, dass wir im Moment den Luxus haben, uns unsere Mannschaft auszusuchen. Und Ugdan ist ein sehr fähiger Seemann, der sich in vielen Dingen auskennt. Nun ja, Lan, es ist aber ein Unterschied, sich jemanden nicht aussuchen zu wollen oder jemanden gezielt nicht mitzunehmen, weil er sonst selbst das Schwert im Rücken sticht, wenn man nicht hinschaut. Und ja, Lan Fana. Und es ist ein Unterschied, jemanden des Verrats zu beschuldigen, weil er etwas tat oder nur weil ihr ihn nicht mögt. Ich habe nicht gesagt, dass ich ihn des Verrats beschuldige. Ich habe gefragt, ob ihr ihm vertraut. Weil ich eurem Urteil vertrauen muss, weil ihr gerade der Captain seid. Vertraue ihm genauso sehr wie dem Rest der Mannschaft. Nicht mehr und nicht weniger. Also ich würde behaupten, da er hier ist, ist das Vertrauen doch gegeben. Oder ist die Mannschaft irgendwie zwangsrekrutiert, Priaten? Nein, aber Helmer Hakenhand war auch hier. Und der war, sagen wir, ein zwielichtiger Geselle. Dann habt ihr ein glaube, gutes Händchen, euch Leute auszusuchen. Das waren, glaube ich, aber alle Leute, die bei Admiral halt an ihn gearbeitet haben. Oder halt sehr treue Leute dem Admiral gegenüber. Halten wir also fest, dass ihr Leute dabei hattet, denen ihr nicht vertraut habt und dass ihr diesen Typen dabei habt und die mehr vertraut als denen, die jetzt nicht mehr leben. Wenn ihr, viel Angst vor der Mannschaft habt, nehmt euch unten ein Boot und rudert fort. Ich versichere euch, darauf wird euch niemand in den Rücken stechen. Aber Fräulein Svanjotir, der Punkt, den ihr ansprecht, stimmt. Wir sollten wissen, mit wem wir hier an Deck sind. Ich habe schon ein wenig Kontakte zu der Mannschaft geknüpft. Ich könnte sie mal ein wenig in einzelnen Gesprächen verhören. Ob sie hier sind wegen des guten Geldes, ob sie hier sind, weil sie die Dämonen vernichten wollen oder warum sie überhaupt hier sind. Ich bin ziemlich sicher, die meisten sind nur wegen des Geldes hier und würden uns für genügend Geld garantiert verraten. Und ich sage euch so viel, Jalan. Ich habe bis jetzt immer versucht, eurem Wort Folge zu leisten, euch Vertrauen entgegenzubringen, das ihr nicht verdient habt. Bis jetzt zumindest. Und ich habe euch den Rücken freigehalten. Also unterstellt mir nicht, ich würde in einem Boot davonfahren wollen. Passt auf eure Worte auf, Torvaloran. Der Mann dort drüben hat schon mehr für das Reich getan, als mir als vorstellen kann, dass ihr in den nächsten Jahren. Was wisst ihr denn über mich? Ihr wisst gar nichts über mich. Er fährt gar nichts.
Jetzt regen wir uns alle erstmal ab. Dann klärt uns doch auf. Wer seid ihr und wo kommt ihr her? Und warum wart ihr so bestrebt darauf, eine Dämonenarche zu entern? Nun, ich denke, wir haben alle das gleiche Ziel. Diese Biester zu vertreiben, da wo sie nicht hingehören. Und ins Waffniers Reich gehören sie sicher nicht. Sind wir uns da einig? Natürlich. Seht ihr? Ohne eine Crew, ohne eine Mannschaft hier an Bord zu stürmen, das ist nun gleicht ja fast dem Wahnsinn. Oder Mut. Ich meine, genau. Ist Frau wohl Blutschluck? Den würde ich auch einen Narren nennen. Aber mutig ist er allemal. Und gestorben ist er immer noch nicht. Vielleicht ist unsere Fiona ähnlich wie er, bloß auf ganz andere Art und Weise. Aber bevor wir jetzt hier irgendwelche Schulzuweisungen und erzählen, wem wir nicht vertrauen können, habe ich hier eine ganz andere Information, die uns vielleicht interessant sein können für uns. Und zwar habe ich hier folgenden Brief in der Kapitänskajüte gefunden. Ich habe mich da ein wenig umgesehen. Naja, eigentlich lag er auf dem Schreibtisch. Egal, auf jeden Fall. Ragnar holt einen Zettel raus und liest dann vor. Markgraf Trondvik von Warung, der seit dem Einfall der Schwarzen Horden in der neuen Residenz zu Gareth wohnt, bietet jedem, in Klammern Ritter, der seine Tochter Perainiane Bregelsaum von Warung zurückbringt, 500 Dukaten, ein Ross aus dem kaiserlichen Gestüt zu Gareth, eine Gestechrüstung vom Meisterschmied Thorn Eisinger, der Mann ist eine Legende, ich habe ihn schon mal gesehen, egal, lassen wir das, und eine Baronie seiner Gemahlgrafschaft zum Lehen, wenn sie irgendwann wieder zurückerobert wird. Laut Aushang verschwand seine Tochter aus dem tobrischen Kloster Pareinefuhr. Und dann würde ich einen Brief rumreichen und man würde erkennen, dass die Frau auf diesem Steckbrief genauso aussieht wie die Pareiniane oben. Dann kommen die Steuerfrauen also wirklich irgendwo her. Und nicht direkt aus den Niederhöllen, wie ich dachte. Aber... Ich weiß nicht, wie wir sie erretten könnten aus dem Baum. Leben zurückbringen, sie ist mit dem Schiff verschmolzen. Wenn wir nicht. Vielleicht können wir. Nehme an, wenn wir die Arche töten, stirbt sie mit. Und nicht, dass wir so etwas wissen könnten, aber. Vielleicht könnte, wenn wir Brindigian wiederfinden oder dieser Jasper, vielleicht könnte man sie irgendwie aus dieser Arche extrahieren. Ich meine, die Schwester ist jetzt immer noch dort. Sie hat ja erzählt, dass sie alleine zu schwach war, die Arche zu steuern. Und wenn wir dann vor irgendwie Valusa oder so gelandet sind, können wir sie dann alleine auf dem Schiff lassen, bis sie dann jemand diese Arche vernichtet. Ich denke, ihre Zwillingsschwester, ist sie das wirklich? Weil nach der wird hier nicht gefragt. Es steht nicht, dass sie eine hätte. Wir können uns auf jeden Fall bei den Grafen melden. Wenn seine Tochter nicht zu ihm kommen kann, so kann er vielleicht hier noch einmal an Bord Abschied von ihr nehmen. Oder ich rede nochmal mit Jasper, bevor wir jetzt hier schon davon ausgehen, dass sie wirklich sterben muss. Bevor wir über irgendetwas derartiges reden, sollten wir uns vielleicht im Klaren werden, wo wir sind und wo wir hinwollen. Man sagt mir, es schneit. Ich nehme an, wir halten auf das Bauernland zu. Der Kurs wurde noch nicht weiter angepasst. Es geht Richtung Nordosten. Das Schwert befindet sich im hölzernen Leib von der einen Schwester, Xylesto, wo Ragnar es reingerammt hat. Im Nordosten gibt es nichts. Stein und Fels und das weite Meer. Nun, vielleicht können wir eine große Kurve machen und nach Festum fahren oder Valusa. Weil das ist schlecht. Denn, wie ich bereits mal erwähnte, Darion Palligan weiß, dass wir auf dem Weg nach Valusa waren. Valusa würde uns aber auch mit dem Effathorn ein gewisses Maß an Schutz vor... Naja. Nun, ich denke allerdings, dass die Dämonenarchen außerhalb von Valusa in Sichtreichweite, also nicht in Sichtreichweite patrouillieren und auch nicht in Hörreichweite. Ich bin ziemlich sicher, dass sie die Dämonenarche wiederholen wollen. Wir könnten stattdessen... wenn wir schon so weit östlich sind, sie umfahren und versuchen, auf Maraskan zuzuhalten. Vielleicht den Boran halt machen. Oder direkt in Kontium. Also wir müssen alle mal hier runter. Und werden auch eines Tages Nahrung brauchen.
Dieser Steckbrief mit den 250.000 Dukaten, das wurde vom Mittelreich ausgeschrieben, richtig? Ja, aber ich denke, es wird Mittel und Wege geben, so etwas auch im Ausland in die Wege zu leiten. Ihr wisst ja, unsere Freunde haben ihre Finger in vielen Töpfen. Wer sind diese Freunde eigentlich? Woher kommen die Briefe? Schau die anderen mal fragend an. So, diese stille Frage, traut ihr ihr? Das Schwert der Schwerter, dass sie so eine Abneigung gegen die Archen hat, ist verständlich. Ein Schiff bemannt mit Rondrianern von ihr wurde von so einer Arche vernichtet und wenn die Angaben stimmen, sind über 5 Dutzend ihrer getreuesten Schwerter dabei gestorben. Ich denke nicht, dass das war, was sie wissen wollte. In der Tat, nein. Na gut. Man knirscht kurz die Zähne zusammen. Ich traue euch. Auch nur, weil ich im Moment nicht viele andere Optionen habe. Unsere Auftraggeber und Geldgeber sind... Wie formuliert man das am besten, Herr Vandagas? Menschen, die zum Wohle des Reiches eher im Verborgenen arbeiten. Ich versichere euch, sie haben beste Wohl Schwarz-Tobriens am Herzen. Wenn ist das diese KG-Dingsbums, von der ihr letztes Mal schon erzählt habt? Richtig. Die Reichstreuen und sie werden angeführt von... Was? Kann man ihn einen ehemaligen Geweihten des Preios nennen? Ich glaube, wir kommen hier zu der klassifizierten Information, die nicht weiter angesprochen werden sollte. Wie ihr meint, Franz von Notier, es handelt sich auf jeden Fall um einen... Um einen sehr wichtigen und einflussreichen Mann, ja. Mhm. Und man kann ihm auf jeden Fall vertrauen. D.N. Richtig. Ich frag mal kurz OT. Es ist allgemein bekannt, dass Dexter Nemrod der Reichsgroßgeheimrat ist, ja. Ach, da nicht, das wissen nur so Adlige und so weiter. Oh, ja, wer sich dafür interessiert, also ich weiß nicht, ob das ein Geheimnis ist. Die KGA gibt es offiziell, die wurde von Perwal gegründet. Richtig, und richtig. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das offiziell bekannt ist, aber... Ich glaube, das kennen nur irgendwelche wichtigen Leute. Ich nehme nämlich eigentlich an, er sitzt auch irgendwie im Kabinett bei der Reichsbehüterin und berät sie und hast du nicht gesehen. Ja, das ist ein offenes Geheimnis, sag ich mal. Wenn du sowas in Erfahrung bringen willst, dann weißt du das auch. Aber das ist jetzt nichts, wo er sich das auf die Stirn tätowiert. Ich bin KGH Reichsgroßgeheimrat. Also er ist vorher auch als Großinquisitor ist er bekannt. Der Mann ist dann zurückgetreten und das macht er nicht aus irgendwelchen Gründen. Wie gesagt, der ist immer noch im Kaiserhof, also das ist nichts, was klassifizierte Informationen sind. Jedenfalls, wir bekommen unsere... Es sind keine Befehle, aber Vorschläge und Geldmittel vom Reichsgroßgeheimrat selbst. Oder einen seiner Getreuen, wenn er es selbst nicht zustande bringen kann. Ich bin mir rechtlich sicher, er würde auch sehen, dass die versprochene Geldsumme ausgezahlt wird. Wenn nicht er, dann jemand, den er kennt. Und das ist auch der Grund, warum ihr direkt auf dieses Schiff gestürmt seid? Nein, wir sind auf das Schiff gestürmt, weil wir eine Öffnung gesehen haben und zustachen. Kurzer Hinweis, ihr hattet die Steckbriefe mehrfach schon gesehen, also ich habe sie jetzt am Anfang mal angesprochen, aber selbstverständlich gibt es sowas in Kunchum auch. Also, die Belobigung oder die Belohnung gibt es von dem Haus Störbrand, Festum, von Zirkewist, Festum, Tergom, Festum und Fasar, Klande und Erben, Pericum, die Madabasari, das ist Zorgan, zumindest hier so eingetragen, Dachmani, Kunchum. Und dementsprechend alle Handelshäuser haben sich zusammengeschlossen und gesagt, wer uns sowas beglaubigt, wer uns seine beglaubigte Vernichtung erbringt zunächst einfach mal, der bekommt dann von bis, also für eine große dann eine 250.000 Dukaten. 250.000.
Und ja, klar, da kann man sich dann, ich habe euch die Preise für Schiffe ins Forum gepackt und für Kanonen und so ein Blödsinn, da kann man sich eine Flotte für kaufen. Ja, Aber so eine nice. Dämonenarche kann auch eine Flotte vernichten. Es gibt Was? Reichsregimenter, die werden für weniger Gold ausgerüstet. Also ich bin ja dafür, wir nehmen die 250.000, aber das ist jetzt eine OT-Besprechung. Du kannst das auch IT sagen, Ragnar wird die gleiche Meinung haben. Ja, also ich bin ja dafür, dass wir die nach Festum fahren und die gute alte Dämonenarche verkaufen. Beziehungsweise zerstören vor Augen von irgendeinem Störrebrand. Ich stimme ihm zu. Wenn wir schon das Werk der Götter verrichten, sollten wir wenigstens dafür sorgen, dass wir es auch weiterhin tun können und Und? nicht uns mit mittlerweile sehr mächtigen Feinden auf einem kleinen Schmuggler-Kahn wiederfinden. Richtig. Und, was ich noch sagen wollte, in Festum gibt es auch eine Magierakademie, die vielleicht die Tochter von Markgraf Trontwig retten kann. Festung mal so. Hat jemand andere Vorschläge? Ja. So sehr mir auch das Wohl der einen Steuerschwester am Herzen liegt. Wenn wir auf unseren Reisen eines gelernt haben, ist, dass der offensichtliche Weg nicht immer der zielführendste ist. Aber es ist der Weg der Götter. Nun, das scheint der Punkt M und auch ihre Admiralität anders zu sehen. Die beiden wollen die Arche noch nicht vernichtet wissen. Ich glaube auch, dass wir noch viel über dieses Schiff lernen können und es auch gegen unsere Feinde führen können und damit einen viel größeren Nutzen hätten. Und der Baron hat sich weder für das eine noch für das Wollte andere ich gerade sagen. ausgesprochen. Und Und die die Schwe Admiralität hat nicht zu entscheiden, wie mit einem solchen Ungeschöpf vorgegangen wird. Ich denke, da ist schon eher das Schwert der Schwerter die richtige Ansprechperson. Also D-Punkt, genau, das N-Punkt. ist nochmal Ragnar ein fängt sich. OT. Ragnar, Um ja. es nochmal OT zu sagen, ihr habt jetzt drei Briefe. Einen von Dexter Nemrod, das ist der Neutrale. Er sagt, Genau. macht was ihr wollt, ich will einen Bericht haben. Und zwar den besten Bericht, den ich jemals gelesen habe, weil nur mit so einem Bericht können wir sowas nochmal machen. Dann habt ihr einen Bericht von Eila von Schattengrund, Schwert der Schwerter und Vorsteherin der Rondra-Kirche. Die sagt dann eben, jo, alles klar, sofort vernichten. Und dann habt ihr den Reichsgroßadmiral, also demjenigen, den praktisch, zumindest wenn es nach dem Mittelreich geht, alles gehört. Also die weltliche, der weltliche militärische Seezweig. Und der sagt, jo, benutzt das und vernichtet damit so viele Archen wie möglich. Bis wir kommen und die Arche übernehmen. Richtig, also das sind jetzt, das ist kein böser Mann, das ist kein Schwarzmagier, Nee, das der ist ist einfach, da. das ist einfach ein, der, das ist der, na, ich Pragmatiker. überlege gerade, das ist nicht der Vorgänger, es ist der Nachfolger von Sarnin. Pragmatiker. Es Der ist der Pragmatiker. Nachfolger von Sarnin. Das heißt, Pragmatiker. Sarnin war irgendwann mal dieser Admiral und als Sarnin dann entlassen worden ist, unehrenhaft, wurde dann Rudon von Mendena als Nachfolger bestimmt. Der muss wohl auch also irgendeinen Grund haben, dass er jetzt auf diesem Posten sitzt. Dann ist Das natürlich ist aber die richtig. Frage, Er hat aber nichts zu melden. dann ist aber die Richtig, jo. Frage, Ja, euch uns. gegenüber nicht, nee, aber dann ist immer noch die Frage, Admiral Sarnin hat auch nie darüber nachgedacht, die Dämonenarche zu übernehmen, sondern der zerstört sie nur. Das heißt, er wird sich da wohl nicht so denken, jo, das ist voll die kluge Idee, so eine Dämonenarche zu übernehmen. Und seien wir mal ehrlich, Admiral Sarnin ist der coolere von beiden. Übrigens, als Ragnar sagt, irgendwie, wir sollen auf das Schwert der Schwerter hören, fängt er sich einen sehr seltsamen Blick von der Seite ein. Doch ein Warum? wenig atypisch. Also verstehe ich Hallo? das richtig, dass ihr alle vier von Lydian eingeschlossen zu diesen Leuten gehört, die euch hier hingeschickt haben? Das ist richtig. Ich kann euch nur aus neutraler Sicht sagen, manchmal muss man Opfer bringen, um ein noch größeres Opfer zu vermeiden. Ich habe einmal einen Mann erschossen, der versucht hat, unser ganzes Dorf anzuzünden. Und musste dabei ein Kind mittreffen. Und im Nachhinein konnte ich es mir nicht verzeihen, dieses Kind getötet zu haben. Allerdings hätte er wahrscheinlich alle Kinder unseres Dorfes ausgelöscht durch das Riesenfeuer. Wir hatten eine ziemlich trockene Zeit damals. Naja. Und wenn es heißen würde, es gibt noch mehr von diesen Dingern und wir wissen, dass es sie gibt, dann wäre es gut, sie zu studieren. Ich war vorhin oben, ich habe sie mir angeguckt. Man kann so viel von ihnen lernen, wie die Waffen hier sind, wie sie aufgebaut sind, wie sie strukturiert sind.
Und wenn wir etwas länger hier bleiben, können wir sogar lernen, naja, richtig mit ihnen umzugehen. Ich meine, guck uns seine Pferde an, anscheinend hat er hier schon Dinge, naja, eingerichtet und verändert. Und ich möchte kurz anmerken, dass wir, wenn wir in Festum sind, werden dort Leute sich dieses Schiff ansehen können, die wahrscheinlich 10-mal so schlau sind wie wir alle zusammen. Dort ist eine Magierakademie, das erwähnte ich glaube ich schon. Und dieses Wesen ist magisch. Die werden dann wohl herausfinden, wie dieses Ding funktioniert und werden sich wohl nach einer genauen Analyse ein viel besseres Einblick in dieses Wesen haben, als wir es jemals haben können. Aber Ragnar, du redest von Forschung, von Wissen. Ich rede von Praxis, von jemandem, der auf See war, der Schiffe jahrelang erlebt hat, sie gefühlt hat, bei Sturm, bei Ruhe. Und ich glaube, dass das einen großen Teil ausmacht und vielleicht sogar mehr bringt als ein paar Gelehrte, die den ganzen Tag in ihren Stübchen hocken und dann rauskommen, ihre Bücher zu Rate ziehen und versuchen, dieses Schiff zu analysieren. Und dann werden wir wohl folgerichtig die Kirchen des Effort und der Hesinde herbeiziehen. Wir werden sich da am ehesten mit beschäftigen können. Was den Aufbau des Schiffes angeht, kann ich etwas dazu sagen. Als Schiffszimmermann habe ich einige Dinge gelernt. Wir sollten aber auch nicht die Berichte, die uns in Contium zugespielt wurden, vergessen. Die Archen unterscheiden sich von Grund auf voneinander. Tatsächlich? Was für Gerüchte? Nun, die Arche, auf der wir uns jetzt befinden, wandelt auf 8 Beinen und läuft über das Wasser. Dann diese Plagenbringer, Ragnar, meint ihr, wird von Seeschlangen gezogen. Richtig. Gibt noch die Knochenotter. Und täusche ich mich, oder gibt es auch eine Arche, die durch die Luft gezogen wird? Ich habe von Archen gehört, die über Land laufen. Von welchen, die im Isil-See, der keinen Zufluss hat, einfach aus dem Wasser tauchen. Ich habe eine riesige Stadt gesehen. Mit Fliegenden. So etwas Hahnenbüchnis habe ich auch noch nie gehört. Aber ganz kurz, Ote, die Frage: Die riesige Stadt war die Fliegende, ne? Nein, die fliegende Arche war etwas kleiner. Und da hattest du auch keinen wirklichen Kapitän drauf erkannt, wahrgenommen, keinen Namen dazu. Die Stadt aus der Tiefe hast du tief südlich von Maraskan wiedergefunden auf deiner geistigen Karte. Und die Stadt aus der Tiefe, also das ist eine wirkliche Stadt, ist nochmal größer als die Plagenbringer. Wie viel größer? Sie ist größer. Sagen wir einfach mal, sie ist größer. Alles klar. Und also es ist keine wirkliche Arche mehr. Sie hat ihren Archenzustand aufgegeben. Sie verdaut weiterhin Schiffe und frisst und baut damit an und wächst dadurch. Das heißt, es ist kein Schiff. Es ist ein treibendes Stück Holz, was jetzt neue Land erschafft. Ah, okay. Ja, krass. Ja, dann würde ich das, also ich würde auch alles Wissen über die ganzen Archen, die ich da gesehen habe, weitergeben. Wir wissen auch, dass die Archen, also diese Mischung aus Schiffen und einem dämonischen Kern, am Friedhof der Seeschlangen, ja, ich weiß nicht, geschaffen werden, geboren werden. Irgendetwas Unnatürliches geschieht dort und ich glaube, früher oder später wird uns unser Weg dorthin führen müssen. Ich würde die Arche nutzen wollen, um dem Feind so viel Schaden wie möglich zuzufügen. Die Arche ist ein Dämon. Ihr könnt sie nicht nutzen. Vor allem nicht gegen ihre Art selbst. Ihr könnt ihr nicht vertrauen. Ihr könnt nicht einmal lange hier bleiben. Fühlt ihr nicht, wie das Schwert jetzt noch in euren Gedanken zerrt? Ihr habt es doch auch in der Hand. Da habt ihr recht, Jalan. Aber ich glaube, daraus legt seine Hände vor sich auf den Tisch, die nicht schwarz sind. Ich glaube, dass Effert mehr mit mir vorhat oder mich schützt. Ich konnte das Schwert berühren und die Steuerfrauen scheinen auf mich zu hören. Ich habe das Oberdeck, den Rumpf versiegelt und ein paar weitere Gänge geschaffen. Er mag euch schützen,
Aber weder schützt er mich, noch unsere Kameraden, noch unsere Mannschaft. Man kann fühlen, wie das Sphärengefüge dünner wird, wenn man ins Hinterdeck geht. Deswegen würde ich vorschlagen, dass ich versuche, das Schiff zu steuern, zu lenken, und es wird ein Vertrauen meinem Geist nicht ganz, aber wenn ihr mir sagt, wo es hingehen soll, kann ich das Schiff nutzen und uns dorthin führen. Also dann, wenn niemand etwas Besseres hat, Festung. Wir brauchen Nahrung, wir brauchen Mannschaft, wir brauchen Munition. Ich denke nicht, dass irgendjemand in Festum auf einer Dämonenarche anheuern wollen würde. Das Problem ist auch, vielleicht greift uns die Stadt vorher an und barrikadiert sich, so wie in Valusa, und dann haben wir gar nichts erreicht. Im Notfall gehen wir schadend da wieder raus. Dann werden wir vor der Stadt Halt machen und unter Verhandlungsflagge hinausrudern. Vielleicht auch mit der weißen Flagge? Das ist, glaube ich, keine weiße Flagge. Ihr meint, wir gehen darauf ein, auf Verhandlungen von Leuten, die von der Dämonenarche kommen? Wartet, ja. Es gibt Möglichkeiten, das Schiff zu wandeln. Wenn wir etwas mehr Holz hätten wie ein Schiffswrack, könnten wir vielleicht diese Arche ihr mehr den Anschein eines regulären Schiffs geben. Damit sollten wir uns dann in freundlichem Gewässer etwas, besser bewegen können, ohne für Angst und Schrecken zu sorgen. Wir haben aber kein Segel. Und keine Holz. Ist das nicht außerdem etwas... Fiona. Ja. Ihr wart in Valusa. Ja. Ihr habt gesehen, wie die Stadt vor Furcht zusammenfuhr, als die Arche vor den Toren auftauchte. Ich denke nicht, dass Festum in der Lage wäre, uns zu versenken, selbst wenn sie es wollten. Die Frage ist, wollen wir wirklich erzeugen, dass wir mit einem solchen Ding auf die Stadt zufahren, Angst und Schrecken verbreiten und dann mit einem kleinen Boot hinfahren und sagen, hey, wir wollten eigentlich nur durchverhandeln? Was schlagt ihr vor? Ich schlage vor, dass wir entweder dort vor Land gehen, wo nicht so viele Menschen sind, also uns quasi ein abgelegenes Küstengebiet suchen, wo man eben, ich sag mal, dieses Ding kann, wie ihr sagtet, sogar über Land laufen. Also wird es ja wohl kein Problem sein, auch irgendwo zu halten, wo nicht unbedingt die besten Möglichkeiten für ein normales Schiff wären. Wo beispielsweise, weiß ich nicht, das Wasser flach ist oder so. Ein Teich oder ein See vielleicht. Ich würde jedenfalls meiden, zu einer großen Stadt zu gehen. Ich würde das Ding irgendwo lassen, würde es in den Händen von Elphadaios lassen, bis wir zurück sind, und würde Verhandlungen in der Stadt machen, ohne dass dieses schreckenhafte Ding direkt alle verstört. Wir müssen dieses Schiff nutzen. Ich meine, ja, in der blutigen See, da gibt es doch Piraten. Lasst uns ein Schiff von ihnen übernehmen, und dann haben wir Segel und Holz und können das Schiff umformen. Und wir tun etwas Gutes. Bei den Effortgeweihten geht ihr aber ganz schön radikal mit den Seelen der Piraten. Ich meine, es sind doch auch nur Menschen. Ihr habt doch gerade kritisiert, dass wir weniger handeln, als wir eigentlich tun sollten. Entspricht das nicht dem, was ihr wollen würdet? Piraten jagen im Namen des Fafnirs? Ich will Dämonenarchen fertig machen und keine einfachen Piraten. Das ist doch nichts im Vergleich zu einem solchen Monstrum, einem Ungetüm. Euer Gnaden, bei allem bei allem Respekt, weder ich, noch Fiona, noch die Mannschaft sind in der Lage, irgendwelche Gefechte mit Piraten auszufechten. Wir brauchen Ruhe und wir brauchen Nachschub. Das sowieso. Warum suchen wir uns nicht eine Bucht in der irgendwo zwischen Festum und Nährsand und wandern den Rest? Das würde ich auch sagen. In der Zeit können wir uns etwas erholen. Ich denke auch, dass die angespannte Stimmung und das allgemeine Befinden hier auf diesem Schiff. Ihr sagtet selbst, das Schwert hat euch beeinflusst. Ich habe es nicht in der Hand gehabt, aber ihr alle. Und ich denke, es ist nicht gut. Für keinen von uns. Es ist immerhin ein verdammtes Dämonenschiff. Das ist richtig. Meine Idee wäre es, etwas an Land zu gehen und von diesem verdammten Dämonengewässer wegzukommen. Würfel mal bitte eine Selbstbeherrschungsprobe, schon um 10. Außerdem kann der Baron uns vermutlich mit weiteren Informationen und Verbündeten in der blutigen See versorgen, die uns in Zukunft vor Ort helfen können. Wer kann uns helfen? Der Baron? Der Baron. Von wo? Von überall aus, deswegen ist er der Baron. Wir sollten nehmen, über Faruk eine Nachricht zukommen lassen. Ach so, jetzt check ich's. Ich möchte den Chippy nochmal benutzen für die 19. Du weißt sogar, worum es geht, okay. Perfekt.
Ja, du bekommst trotzdem 1W6 SP, aber kannst deine Gesichtsmuskeln unter Kontrolle halten.